und stehen und stehen und es kommt einfach, alles kommt von den Parkplätzen, kommt rein und wir stehen. Und es steht. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Nicke. Bevor du dich beschwerst, das ist ein neuer Mitarbeiter. Darf der schon gefilmt werden? Guten Morgen. Der flüchtet immer. Der hat so viel Angst. Er hat gerade gesagt, guck in Wilke kommt. Dreh ihm mein Namensschild um. Er hat nämlich noch kein Namensschild. Er hat noch kein Namensschild? Ich habe ihm ganz schnell eins gebastelt. Oh, warte. Michael Macke, ich bin der Neue. Das ist wie ein Supermarkt, wenn du eine Ausbildung anfängst. Das ist eigentlich die Schule, erste Klasse, erste Stunde, diese Namensstelle, die man immer alle hinstellen muss. Ich dachte, das geht ja nicht, weil Nico ist ja mal wieder nicht hier. Der ist in Amerika, ne? Ja, der hat noch was vom Leben. Der hat wirklich was vom Leben. Da kommst du ja nicht einfach so hin nach Amerika. Also wir schon fliegen müssen, mit dem Auto ist echt stur. Aber Nico setzt sich gar nicht flugeln, der ist ja so klein, der passt in den Koffer und seine Freundin packt ihn ein und dann ist nur ein Ticket, weißt du, fällt im Handgepäck, auf. Ja. Kann mal falten. Und dann sagt sie, das ist mein Chihuahua? Ja. Warum warst du jetzt so sauer, Sandra? Du warst im Weserstadion? Ja, wir waren Samstag im Stadion und wegen der, wenn du dann da weg möchtest von dem Parkplatz, hast du keine Chance. Katastrophal, ne? Wo fahrt ihr denn, wenn ihr rausfahrt? Fahrt ihr links runter oder rechts runter? Weil rechts ist doch direkt die Autobahn, ne? Rechts Richtung Brücke und dann Richtung Autobahn. Das kommt immer noch mal. Aber ihr habt einen Sieg gesehen. Oh, das war sehr gut, das Spiel. Boah, ja. Die Kommentare vorher. Der Trainer muss weg. Falsche Aufstellung. Das war mega. Das war wirklich ein Spiel, was wirklich mal cool und was auch wirklich Spaß gemacht hat. Das ist ja nicht so oft bei Werder Bremen. Ich habe noch zu Sandra gesagt, man hatte so ein bisschen das Gefühl, also ohne jetzt irgendwie negativ zu wirken, dass man so das Gefühl hatte, dass auch andere Spieler sich jetzt mal zeigen wollten. Du redest auch viel zu leise. Soll ich dich jetzt anschreien? Hm. Ich kann nicht lauter. Ach du, der neue Mitarbeiter kommt. Vor allem Achtung. Achtung. Wir müssen eigentlich uns noch irgendwas mit ihm einfallen lassen, ne? Du musst dich eigentlich irgendwie vorstellen. Ja, eigentlich musst du dich eben richtig einmal richtig vorstellen. Hallo, ich bin hier im Ehrenhaus. Hallo, ich bin Michael. Mein Problem ist. Ja. Du darfst nicht hier in das tote Kaninchen darfst du nicht raufgucken und auch nicht in dieses rohere Ding, sondern du musst immer bei Wilke oben auf seiner Warze. Ja, genau. Da guckst du immer drauf. Er hat das in der Warze. Für Sandra haben wir am Anfang, als wir Sandra angefangen haben mit den Videos, habe ich mir mal ein großes schwarzes Kreuz auf die Stirn gemacht. Weil sonst starrst du nämlich immer so da rein und denkst, ich muss da, nein, du musst da oben gucken. Und es sieht immer aus, als wäre ich nah dran, aber ich bin nicht nah dran. Das kann Sandra jetzt wieder bestätigen. Guck durch. Das stimmt wirklich. Also man ist nicht nah dran, weil das ein Weitwinkel ist. Weil ich habe Wilke immer geschimpft, komm nicht so nah dran, dann sieht man die Pickel und die Poren, aber das ist nicht so. Die Kamera macht dich schon hübsch. Die Kamera macht dich hübsch, das hat Ron extra bezahlt. Das ist eine Hübschmachkamera. Du siehst wirklich aus, als hättest du hier ein Make-up. Ist die kaputt? 10 Kilo weniger. Bei manchen ist die aber kaputt. Du bist auch wieder gemein, Herr Frühbock. Ja, gar nicht. Die sollen auch für mich. Warte mal, der Klingelton. Ist das nicht der von Jurassic Park? Nein, auch? Das war ein Nokia. Ja, das ist der. Das ist der von Jurassic Park. Das ist der von Jurassic Park, ne? Ja, das ist der. Wie das Handy da klingelt. Das ist Nokia. Also, ich habe ja Nokia. Wann meint das, wäre das Neueste? Ist das nicht so? 6110 oder so heißt das. Waren die damals? Ich spiele immer Snake. Voll. Das habe ich letztens. Unser Sohn hat so eine kleine Mini-Nintendo-Dings, ne? Und da ist das drauf. Ich im Urlaub. Wie so eine gestörte Welt. Das war so geil. Dann spielst du auch Tetris und drehst dann das Quadrat. Aber warum sitzt denn der Neue auf dem Platz von Nico? Weil Nico ist das hier Verdrängungspolitik? Eigentlich sitzt der hier. Steht der da ein Stuhl. Hier ist ein kleiner Laptop und eigentlich übt er hier jetzt noch ein bisschen. Der muss ein bisschen lernen noch. Ich wollte ihn anlernen, aber ich bin da auch zu doof für. Ich lerne noch. Sei nett zu mir. Müsste ich eigentlich nicht noch ein Schild schreiben? Ich bin der Neue, ich lerne noch. Machen wir gleich. Ich bin der Neue? Ich bin die Neue. Habe ich was verpasst? Michael. So, ich gehe jetzt mal zum Chef und hole mir einen Einlauf ab. Danach komme ich zu dir und dann überlege, ja, kriege ich auch, weiß ich. Warum denn schon wieder? Ich sag da nichts zu Wilke. Ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er heute Morgen kam er schon rein und hat schon eine Tür kaputt getreten. Also es soll nicht so schlimm werden. Kann ich das irgendwie gerade biegen, indem ich irgendeinen meiner Freunde hier Praktikum machen lasse auf Baustelle? Wird's nicht besser, du. Das ja, das ist die Idee. Bring mal Didi mit. Den bringen wir auch rein. Didi mit oder Torben. Ganz ehrlich, unser Torben-Bedarf ist hier wirklich gedeckt. Ja, aber der Torben, das ist ein Handwerker vor mir. Ja? Ja. Hat drei linke Hände. Also wenn er anpackt, ist das so, als würden zwei loslassen? Mhm. Schön. Aber er packt ja nicht an. Ja, da kann ja nichts passieren. Guten Morgen, Chef. So, das ist hier noch meiner Liste. Zierenkündigung. Ja, dann machen wir als erstes das Fußballthema hier. Was ist das?
Soll man vielleicht beischreiben, was das heißen soll? Könnte sie irgendwo geschrieben haben. Ich dachte, du freust dich, dass ich wieder da bin. Nee, hätte ich noch da bleiben können? Nee, bin ja. Versenk doch noch ein paar Roller! Ah, da fängt das Thema wieder an. Sag da mal was zu. Ich habe genug Themen auf dem Tisch. Aber sag da mal was zu jetzt deinem. Ganz ehrlich, ne? So was Dummes habe ich jetzt im. Wirklich sage, der arme Udo. Und das sag ich. Und das weißt du genau. Der arme Udo. Und diesen Bekloppten da, ne? Hätte sie nicht irgendeine Klippe einmal so. Du, Didi, fahr mal da mit dem Roller. Immer weiter geradeaus. Nee, nee, in die Kurve. Nicht abbiegen. Immer weiter geradeaus. Damit der Zuschauer weiß, worum es geht. Wir waren im Urlaub und Didi hat einen Roller. Dein Zuschauer nicht weiß, worum es geht. Didi hat einen Roller in einem Flussbett versenkt. Und jetzt kommt der Fachmann. Erzähl doch mal kurz, was passiert, Ron, wenn so ein Motor unter Wasser kommt. Na, was soll denn da passieren? Da kommt Wasser in den Motor, weil durch die Ansaugung, und du gibst ja Gas, saugt ja Luft an, ne? Saugt ja auch die Hutschau das ganze Wasser an. So, und dann kommt Wasser in eine Verbrennung und dann ist nichts mehr mit Verbrennung, weil Wasser löscht Feuer, oder nicht? Mhm. So, und dann ist nichts mehr mit Verbrennung. Und dann steht das ganze Ding, der ganze Motorblock unter Wasser, ne? Vermischt sich schön mit dem Öl und dann ist sowieso Feierabend. Aber laut Didi war es die Batterie. Ja, die Batterie damit zu tun. Das Ding nur Wasser und Batterie und Strom. Jetzt mach mal eben was. Ist ja nicht kompliziert in der Zeit. So ein Depp. So, dann läuft das Ding voll und dann hast du Scheiße. Ich hoffe nicht, aber du hast ja schon gesagt, deine Kreditkarte, ne? Die wird dahinter wieder glühen. Ja, glaube ich auch. Die haben aber den Fehler nicht gefunden. Jetzt kommt nämlich was. Ja auch in Italien. Jetzt kommt aber was, also das kannst du beantworten. Wenn dir sowas in Deutschland passiert, mit deinem Moped, und du rufst jetzt einen Servicetechniker an, ja. Holen die dein Motorrad da ab. Ja. Wir haben den Servicetechniker angerufen, der gekommen ist. Das war aber ein Student, der an der Rezeption von dem Rollerverleih gearbeitet hat. Ja. Der hat sich den angeguckt und dachte, wir wären zu blöd, den anzumachen. Wenn man sich Didi aber anguckt, dann kann man auch meinen, der ist zu blöd, den anzumachen. Ja. Haben den Roller über Nacht in einem Wildschutzgebiet stehen lassen. Und am nächsten Morgen bin ich mit Didi zu dem Rollerverleih gegangen. Pass auf, jetzt kommt die Krönung. Didi spricht ja alle Fremdsprachen der Welt. Er sollte da hinkommen, sich Geld abholen. Weil er konnte den Roller ja nur 3 Stunden benutzen, anstatt 8. Das hat Didi verstanden. Als ich dann da war, habe ich ein Foto gezeigt bekommen von dem Roller. Die ganze Seite war kaputt gebrochen. Der Witz daran ist, ich habe eine Aufnahme gemacht, bevor wir weggefahren sind. Der Roller war nicht kaputt. Jetzt haben die den in dem Wildgebiet stehen lassen. Da war gar nichts, nur ein Parkplatz. Kann ja jemand kaputt gemacht haben. Ich habe aber bis heute nichts mehr gehört. Du, das ist doch das Problem, wenn du im Ausland, als Ausländer, du bist dann ja in diesem Fall der Ausländer, wenn du dann da was machst, ist doch wohl ganz klar. Oh, der Deutsche, oh, weil der hat wahrscheinlich noch mitgekriegt, der YouTube-Star. Ja, nichts mehr mit goldene Ferrari. Goldene Ferrari kommt wieder nach Italien, wo er gehört. Ne, so der wird ja da gebaut. Ja, ne, so sieht es nämlich aus, die nehmen sie dir schön wieder weg. Ne? Wie kann man auch auf so eine, mal ganz ehrlich, ne, das wäre für mich ein Punkt gewesen. Wenn du mich ja mal mitnehmen würdest, was machst du ja grundsätzlich? Du nimmst deine Kasper mit. Ne? So, wenn du mich jetzt mitgenommen hättest, das wäre spätestens da der Zeitpunkt gewesen, hätte ich gesagt, so alles klar, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt ein Taxi, ich nehme jetzt meine Klamotten, fahre zum Hotel, fahre zum Flughafen und fahre nach Hause. Und ich bitte euch, ruft mich nie wieder an, ich möchte euch nicht sehen, ich möchte euch auch nicht mehr hören. Weil das sind alles so Dinger, das hat auch ja mit Spaß ja nichts mehr zu tun, das ist reine Dämlichkeit. Sei dir ganz ehrlich. Das war richtig dumm. Ja, so, also da wäre ich durchgedreht, da musst du dich noch in einem fremden Land, dich dann auch noch mit den Eigentümern, mit den Leuten, mit den Verleihern auseinandersetzen. Das geht doch sowieso in die Hose, kann ich mir richtig vorstellen. Aber du kriegst eine Rechnung, mein Lieber. Da freust du dich, oder was? Auch glaubst du, da kommt eine Rechnung? Du willst dann mit Kreditkarte irgendwie bezahlen, Goldbahn, keine Ahnung, ich kenne dich ja, ne, so, und dann stehst du immer, ist nicht mehr, und dann ist, da kann ja der Holodusen drauf, kann ja nicht angehen, ne, so, dann willst du verziehen, geht nicht, damit kann angehen, dann kriegst du die Rechnung per E-Mail, aufgelistet, ja, du musst ja auch den Ausfall, die können doch den ja auch nicht wieder vermieten. Aber dass ich einen Ausfall habe. Mach mir noch mehr gute Laune. Ja, nee, ich hätte die so um die Ohren gehauen. Ne? Ich meine, ganz ehrlich. Also, das tut dir ernsthaft Udo leid? Ja, Udo tut mir leid. Und so wie Udo sich da auch verhalten hat, ne, der hat ja auch gar keine Chance. Der hat ja keine Chance mehr, der arme Udo. Und das sag ich. Ja, ja, das sagst du. Das sag ich. Das ist schon viel zu heiß. Der arme Udo tat mir so leid. Und immer wieder, du konntest Udo im Gesicht sehen.
ist ja scheiße. Weißt du, so. Udo war auf 180. Ja, wäre ich aber auch gewesen. Ich wäre durchgedreht. Ich hätte alles zusammengeschrien und gebürgt. Ich hätte das Ding noch um den Hals gewickelt. Jetzt weißt du was, und du kannst hier in der Wildnis bleiben, ich nehme jetzt. Und hätte ich auch gemacht, ich hätte ein Taxi genommen, bin da eigentlich wieder nach Hause gefahren. Nee, Udo hat ja gesagt, ich bleib hier stehen, das ist dein Problem, und ist genau. Dann zurückgefahren. Punkt. So. Aber, habe ich dir auch nicht erzählt, habe ich auch noch nicht erlebt, da sieht man dann Mittwoch im Video, Udo hat einen Verkehrsstau verursacht in Italien, da träumst du von. Der ist mit einem Roller in einem Tunnel, wo du 90 fahren darfst, 25 gefahren. Ich war 5 Minuten hinter denen, weil ich meine Kamera einpacken musste. Ich habe eine Staumeldung auf meinem Handy gekriegt, auf einer Bundesstraße in Italien. Der hat einen riesen Stau verursacht. Ist der bescheuert oder was? Dass sie ihn nicht umgebracht haben, nicht gelutscht haben. Die Mafia. Ja, ich jetzt gemacht. Der ist auch nicht, weißt du, ich kann das angehen, weißt du, das ist aber auch so. Die sind ihr lebenlangen Tag nicht weitergekommen als Jüst oder Norderney. Und Dänemark war er, ja. Oh, Dänemark. Oh, da war aber bestimmt, nur mit Heeresführung und mit den Shuttlebussen, du hast noch nicht gesehen, wo er wirklich den ganzen Tag an der Hand genommen wurde. Ne, und dann, ne, aber das ist so, wenn die in fremde Länder kommen, das können die nicht mehr. Die darfst du auch außerhalb, Umkreis von 10 Kilometer vom Sportplatz, da dürfen sie sich aufhalten. Ansonsten gar nicht. Rein am Sportplatz, Feierabend, fertig. Das hat doch keinen Sinn. Hm. So, aber jetzt ein anderes Thema, da ist ja schon der neue Mitarbeiter. Michael. Ja. Ja. Und bist du denn? Hau die Filmzimmer, mal. Leute. Ja, sorry, siehst du, da war nämlich das Thema. Sandra hat es nämlich gerade auch gesagt. Ja. Darf ich den Film, Sandra? Natürlich darfst du den Film. Wenn er nicht gefilmt werden will, kann er sich gleich die Papiere wieder abholen. Das habe ich gerade genau, das habe ich gesagt. Genau, das ist hier Kriterium, das gehört dazu. Er soll sich direkt sofort vernünftig vorstellen. Genau, wie es noch gehört. Dass er gleich die Fanbase sich aufbauen kann. Mhm. Ja, genau, ist klar. Die neue Fanbase. Aber wo ist Nico? Ist er im Urlaub? Nico? Der ist auch ganz sensitiv mit dem Thema, mein Nico. Aber vielleicht weint er wieder, will gewesen sein. Griechenland, Pest an Arsch geholt, 2 Wochen krank, 2 Tage hier und jetzt, wo ist er jetzt? New York. Und was ist er, wenn er wiederkommt? Gar nicht mehr da. Gar nicht mehr da. Ganz sichere Sache. Der Platz ist ja schon ausgemerzt. Ach so, das haben wir. Ja. Da, das geht bei uns. Möchtest du Nico jetzt gerade einen Gruß nach Amerika senden? Ja, ich würde ihm ganz gerne eben schön. Nico, dass du da bist, kannst du auch gleich da bleiben. Ne? Hol dir mal eine schöne Green Card und dann kannst du schon mal da bleiben. Nee, er muss erst nach hierher wiederkommen, weil ich habe gesagt, er soll uns was mitbringen. Ja, das auch, kann er hierher schicken. Wir sollen noch was Post haben. Soll was herbringen. Ja. Das ist doch nicht normal, oder? Wo sind wir gerade? Im Irrenhaus. Und du, also gefühlt, der ärmste einer, wieder. Kein Urlaub. Ja, der ärmste einer sitzt hier wieder, kann wieder zusingen, muss wieder die Welt retten, schon wieder heute Morgen, weil wir haben ja Montagmorgen, ne? Wann auch immer du das auch aufstrahlst. Wahrscheinlich ist Dienstag, weil das Video schon der Anfang wurde gerade vor der Tür gedreht. Ja, siehst du, also Dienstag erst. Das ist, das, was da ist, wird heute Morgen das hier, Mittwoch das da und Wilke sehen wir erst Freitag. Nein, ich mache heute ein langes Video. Oh, ja, ich habe mich auf das Video, weil das jetzt wieder jeden Tag umsackt. Ja, sag ich doch. Ich habe aber zu Ron ja gesagt, dass ich 13 Stunden auf der Autobahn war. Eigentlich regt ja, Ron war sich. Samstag, Wilke. Nein, Donnerstag. Ron regt sich nämlich immer über die deutschen Autobahnen auf und habe ich Ron eine Nachricht geschickt und dann hat er sich zusammen mit mir über deutsche Autobahnen aufgeregt. Das können wir gut, ne? Ja. Vor allen Dingen, weißt du, ich bin ja abends immer so ein Philosophie, wenn ich auf dem Klo sitze. Ja. Ne? Weißt du, das ist ab und zu wirklich so, weil abends ist ja so die Zeit, du guckst auf dein Telefon und denkst, boah, alle haben immer so abends um 8 Uhr, da ist ja so Klozeit. Ne? So, sitze ich da und dann, oder der und du und da und jenes nicht, ne? Und mit jedem, so 1,5 Stunden später klopft das mal an die Tür. Was ist da nicht los? Wenn du dort sitzt, immer noch auf dem Klo? Ich spüre die ganzen Fall, Beine schon gar ich nicht. Ich denke damit, er ist da gestorben und er hängt mit dem Hintern in dem Klo drin und er hängt tot in der Toilette. Ja, du hörst auch. Dann komme ich da rein, weil wie aus seinem Moritz, wenn er schon eine Stunde lang tot ist auf seiner eigenen Kacke. Reitet dich jetzt schön rein. Nee, das ist wirklich wahr. Du musst mich mal putzen oder so. Nee, ich muss eigentlich nur mit Marcel sprechen. Ich habe mit Marcel gesprochen, mit uns war. Ich wollte ja auch ein Edding haben, aber da ist kein. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, das habe ich dir auch gerade erzählt, Sandra. Nimm ihn doch mal raus. Was hast du mir erzählt? Das ist so ein Thema für Ron. Italien, 220 Kilometer vom Gardasee zur deutschen Grenze. Tempolimit 130, alles schön und gut. Aber die Italiener verstehen es. Alle fahren rechts, der Verkehr fließt, du bremst vielleicht mal auf 120 ab, aber der Verkehr fließt.
Da denkst du, boah, da kommen wir auf die deutschen Bahn, da kannst du ein bisschen Kit geben. Ja. Du kommst auf die deutsche Autobahn, alle fahren links, rechts die LKWs, die überholen Tempo 100. Samstag genau das gleiche, hin zum Stadion, ich hab's nachher rechts gebogen, mir ist scheißegal. Oh, ja, links, die fahren links und 100 vor dir, rechts ist kein Mensch, Und die fahren nicht rüber. Und machen es extra. Ich sagte, die machen es extra. Aber solche Leute werden nicht angehalten. Aber du bist angehalten, weil du hast ihn ja dann direkt zum Holen. Weißt du, mir so von scheißegal. Dann ist das so. Dann bezahle ich auch die Strafe gerne. Wurdest du schon mal angehalten? Das geht nämlich gar nicht. Ja. Und? Mal. So lange her. Mal. Passiert auch öfter. Wie muss ich mir das vorstellen, Sarah? Oldenburg Autobahn. Aber das Oldenburg Autobahn ist immer gefährlich. Fahrt da, was ihr da fahren dürft. Da war 100, ne? Oder? Oder also 70, 120 80, keine Ahnung, 80. Und was hat der Polizist gesagt? Der Polizist, wir sind dann... Man fährt ja meistens nicht exakt 100, sondern so 110 und dann sind wir an so einem Wagen vorbeigefahren und auf einmal fuhr dieser Wagen auch hinter uns und dann stand nur Blinky, Blinky, bitte folgen und Ron muss echt? Ja, das ist scheiße. Die sind dann vor uns, dann sind wir mit denen runter, ja, ich gleich Panik, ich hatte direkt Panik. Und dann, versteckt das Kokain und die Erdbeeren. Haben wir uns dann geschmissen. Und dann haben die uns halt angehalten und dann, sie wissen, was sie getan haben. Ja, hier wir haben sie auf Video. Ja, doll. Und ja. Sehen, nein. Sind die frech geworden? Nein, die waren eigentlich ganz nett, die beiden damals. Na, was sollen wir denn machen? Ja, wir waren ein bisschen zu schnell, aber hätten wir eigentlich auch sagen müssen, sie aber auch. Nee, das hätte sagen müssen, das war aber nur so, weil die vor dir mit 80 gefahren sind, diese verfluchten, gehirnabotierten Mistaffen, die haben mit 80 da rumfahren und mich im Betrieb dann aufhalten. Ja, und scheren die dann rüber, dann gibst du natürlich Gas oder vorbeifährst. Das ist dann mal geringfügig, mal in geringe Zeit, man bin zu schnell, bis es dann wohl klar ist, wohl logisch. So, weil wenn wir mal draufdrücken, wäre die Bombs, ne? Aber der wird nicht angehalten, der 80 fährt. Du hättest das gesagt, dann zick. Ja, da brauchst du nicht, da brauchst du gar nicht über. Du weißt doch, wie die sind, da brauchst du gar nicht drüber diskutieren, die leben das aus und du bist der schlimme Hüti-Hüti-Finger und dann ist das halt so und die anderen Affen. Aber das ist doch, ich würde sagen, wenn ich das wäre, ne, und ich würde da drin sitzen, ich würde die Pappenheimer, würde ich sofort erkennen, ich würde den ganzen Tag bis zur Bremer Grenze, bis nach Delmhaus, ich würde nur hin und her pendeln, ich könnte dir Leute, du könntest 5000 Autofahrer anhalten, die mit 60, 70, 80 über die Autobahn steigen, denn das ist Nötigung, das ist nämlich für die Verkehrsbehinderung. So, die werden aber nicht angehalten, ist ja komisch, nur der Unglück, der 20 km zu schnell, weil dann können wir ja kassieren, weißt du? Und dann ist das, das kotzt mich so an in diesem Land, was ist da hinter mir, Aal? Ich bin doch schon weg. Ah, kann ich ja mal hinter meinem Rücken nehmen, was ist? Ja, sie will auch mal was von dir haben, wenn du den ganzen Tag im Klo sitzt. Die hat von mir genug. Ja. Wir müssen übrigens, es wurde festgestellt, dass ich meinen eigenen Kanal brauche. Ja. Wurde mir gesagt. Aber hast du einen Namen dafür? Mit Didi am besten. Nein. Mit Didi und Torben vielleicht. Und Torben, ja. Und du bist drin. Wo ich jetzt gerade bei der Frage bin, eigener Kanal, wollen wir Torben nicht mal einen Tag mit auf Bau schicken? Einfach mal einen Tag. Tag, der ist 10 Minuten Aufbau. Ja, ja, deswegen ja. Wasser vom Kopf, Schachtel Zigaretten leer. Ne? 15 Red Bull. Ja, 15 Red Bull. Der lebt auch richtig gesund. Mein Lieber. Der kippt auch jemand um. Ja. Ja, der kippt dann auch mal jemand um. Mit der dem sind wir auf den Berg gegangen. Das ist kein Witz. Der ist fast verreckt. Du kannst mit mir da so hochgehen. Das war auch kein Problem. Ne? Dann können wir überhaupt kein Problem mit Ron da hochzugehen. Ne? Nee. Für meine Gewichtsklasse ist das überhaupt kein Problem. Da hatten wir schon jedes Mal Probleme. Natürlich ist man an Stöhnen am Keuchen, aber trotzdem. Ja, weil es anstrengend ist. Und wir haben hier keine Berge. So, aber würde er nicht so viel fluchen und motzen, dann müsste er auch nicht so keuchen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn er einen Berg hochläuft, dass er nur am Fluchen ist. Verflucht Berge. Ja, aber dann mache ich das mit dem Hubschrauber den Berg erklimmen. Nein, mit dem Hubschrauber den Berg erklimmen. Was damals in Norwegen. Ja. Wörter schön da an die Kante. Und du bist da wirklich in Bergen, das heilt ja auch so, ne? Ich war ja ganz vorne, die waren ja alle ganz hinten und ich hab's immer nur gehört, so ganz leise. Verfluchte Scheiße. Ins Tal, ins Tal. Ja, ich war oben angekommen. Scheiß Norwegen! Scheiß Norwegen! Ich hab das so, Scheißdreck, Gott Mist. War das so? Meine Frau ist schuld. Meine Frau hat den Ausdruck gebucht. Ja, klitschnass bin ich. Nein, brauch ich mit dem Shuttle so ein Quatsch. Laufen wir hoch. Ja. Ich hab so ein Foto, ich hab ein Foto gesehen. Das war damals wirklich beim Ausflug leicht. Das war die Hölle. Das war die Hölle, also leicht. Also das war schon echt grenzwertig. Und es hat auch noch geregnet und sowas. Ne? Und das war wie hoch war der Berg? Weiß ich nicht.
Aber war schon ein richtiger Berg, ja, Tausender. Ja, weil wir mussten da oben ja hoch, da siehst du den Wasserfall, der entspringt da ja. Und das ist der einzige, wo du hinter den Wasserfall kannst. Achso, wo du... Stoichefäusen oder wie das heißt. Stoichefäusen. War das noch? Ah, dann bist du förmlich hinter dem Wasserfall und kannst Wasser gucken, wie es runterfällt. Und dafür musstest du tausende Meter hoch. Ja. Im Regen auf Felsen. Ja, klar. Also Torbens körperlicher Zustand ist der, dass ich bin teilweise den Berg hochgejoggt. Udo hat er sowieso abgenommen wegen zuckerkrank. Didi ist 60, Rheuma, Gicht, nimmt 15 Tabletten am Tag. Der hat Torben noch überholt. Und Torben ist 36. Ja, Torben ist echt so weit hin. Und deswegen habe ich gedacht, mal so eine Woche mit auf Bau. Der überlebt die Woche nicht. Da kann sagen, wenn man Sanitäter. Aber hier, Torben ist ja gelernter Rettungsassistent, der kann ja dann mitgehen und ihnen helfen, falls irgendwas. Ach so, ja. Du merkst schon, was wir hier für Personal angestellt haben, ne? Weil ab und zu brauchen wir meine Hilfe. Und Torben immer mit seiner scheiß Mund-zu-Mund-Behandlung. Also, der Einzige, der hier richtig Trockenbau ist, ist er. Richtig gelernt. Und Carsten und doch. Carsten. Und Carsten, genau. Björn ist. Keine Ahnung, was Björn ist. Aber du hast du hast die richtige offizielle Ausbildung gemacht. Ja. Carsten auch, das weiß ich. Ja. Und Björn? Der ist einfach Handwerker. Der ist bestimmt Bäcker. So, und Nico ist gelernt, was hat der noch? Dachdecker, Zimmermann. Ja, genau. Ja, ja, Marcel ist Automobilverkäufer. Ja. Wir haben aber alle Sparten hier abgedeckt, ne? Marcel, ich brauche ein Auto. Der Teddy ist drin. Was ist denn mit Michael? Das ist auch nur Michael. Michael ist irgendwie, keine Ahnung. Aber auch ich frage ja gar nicht, was die alle mal gemacht haben. Auch irgendwie sowas. Und Torben ist Rettungssanitäter gewesen früher und ich bin halt Zahnärztin. Du Zahnärztin? Ja. Ich bin ein Zahnärztin. Aber da verdient sich's mit auf dem Bau, da verdient es richtig. Ja. Zum Beispiel. Und einfach ohne rot zu werden, ich bin Zahnärztin. Wo sitze ich jetzt hier? Zahnärztin. Ja, Gerüchten zufolge sollst du ja auch einen schweren amerikanischen Milliardär sausen lassen haben für Ron. Ja, hat sie auch. Wie kommt der noch so eine Scheiße? Das rotzt ja auch so. Du musst dir das Thema jetzt wieder aufgreifen. Den ganzen Tag wieder, der ist unglaublich. Über den Kerl, das ist ja das, wo man eher, wie ich sagen kann, das hat er ja drauf, ne? Zieren, ne? Ja, aber das ist doch die Wahrheit. Oder nicht? Ja, ich finde auch immer ganz toll, dass du hier immer die ganze Wahrheit noch immer so rausposaunst. Darum sage ich ja, ich brauche meinen eigenen Kanal, weil den einen Mann, den wir da getroffen haben, der hat gesagt, ich brauche meinen eigenen Kanal. Aber was willst du denn erzählen auf dem Kanal? Ich war nur der eigene Mann, weil er die geil fand. Ja, einfach eine Kiste. Der wollte einfach nur ablecken, abknutschen, weil ich meine Rollen und den Arm nehmen. Ne? Also ich habe... Du hattest so eine Fake-Brille mit Schnurrbart. Ich hatte Motorradklamotte an, Kutte und so ein Krams alle. Und wenn ich hinter Ron sitze oder so, da sieht man mich ja meistens nie. Ich kleines Licht. So. Schreibt doch mal einfach in die Kommentare, eigener Kanal für Sandra. Aber was machen wir? Deko-Kanal, das wäre... Er hat gefragt, ich bräuchte einen eigenen Kanal, hat er dann gesagt, wo er mich gesehen hat. Sagt er, brauchst einen eigenen Kanal? Ich sag, was willst du denn da sehen, was du sonst so machst, als wenn du nicht im Büro bist? Ich sag, das willst du gar nicht wissen, hab ich da gesagt. Doch, das würde ihn interessieren, was ich den ganzen Tag so treibe. Du hast doch auch noch Pferde. Eins, ja. Ein Pferd habe ich. Wo stehen die? Das also ungefähr? Von hier aus? Ja. Ein Kilometer. Ja, dann gehe ich, dann geh ich nächstes Mal mit dir zum Pferd. Oh ja, das können wir machen. Stall ausmisten und so. Nee, das muss ich da nicht machen. Die sind auf der Weide, Wilke. Ah. Können sie dann füttern, dann freut sie sich. Die ist hübsch. Weil ist das der Haflinger, ne? Nein, ein Irish Tinker aus Irland. Ah. Die ist aber schon alt, die ist schon 25. Und wo ist das andere Pferd gestorben? Das andere Pferd ist gestorben. Das war auch ein Irish Tinker. Das war auch einer. Und der war ganz krank, der ist dann gestorben. Sowas mache ich halt über Tag. Pferd und dann hier und dann kommt das Kind und dann muss der Mann essen. Was die Zuschauer auch nicht wissen, dass Ron auch Interesse an Pferden hat, ne? Ja. Hat er wirklich? Ja, das ist so wirklich gewesen damals, wo ich Ron kennengelernt hatte. Ich habe ihn kennengelernt über die Pferde. Ah. Ich hatte damals kein Pferd mehr. Und dann habe ich, das war damals ja mein VZ. So, meine ehemalige Kollegin hat gesagt, weißt du, wer da auch ist? Guck mal, Ron Johann. Ich sage, ne, den gibt's noch. Weil ich kenne ihn ja aus der Schule von früher. Ach, den kennst du noch von früher? Ja, das wusste ich gar nicht. Schule. Er kennt mich aber nicht. Was kommt, weil ich noch so jung bin? Ich bin noch so ein junger Hüpfer. Mit 22, ne? Ja, 29. Wollen wir nicht übertreiben. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass du Ron aus der Schule kanntest. Aber du hast in der Schulzeit damals nie mit ihm geredet. Nee, er war ja auch assi. Er war assi? Wieso? Der hatte immer diese komischen Hosen an, so weiß, hellblau, ganz gerade Hosen und so abgeranzte Nike-Schuhe. Wolle-Petri-Bänder bis hier und so ein Holzfällerhemd mit einem weißen T-Shirt. Du lügst mich an. Ich lüg dich nicht an. Hast du Fotos? Bestimmt so. Du lügst mich an. Hatte er ja noch so lange Haare und Locken. Du lügst mich doch an. Ich lüg dich nicht an. Das stimmt. Und somit war das mal... Ja, dann lass doch nächstes Mal zum Pferd gehen, füttern. Das können wir. Das ist auch mal interessant. Du brauchst einen Pferdekanal.
Die verdienen auch Kohle wie Sau, ne? Siehst du das immer? Die werden immer zugeworfen mit Pferdartikeln. Also, wenn du mit mir bei meinem Pferd bist, ne? Und du siehst, wie ich mit meinem Pferd umgehe, dann denkst du, ist das ein Köter oder was? Ja. Das ist so ungefähr. Ich komme dann und dann rufe ich sie und dann kommt die Schule. Habe ich doch schon gesehen. Nicht im Felde. Oh ja, stimmt. Ich habe die beiden Pferde noch gesehen. Dann müssen wir uns Gedanken machen, was wir für einen Kanal machen für dich. Ich wollte ja schon einen Backkanal machen. Aber das wäre auch geil. Schon so viele. Ja, aber nicht mit dir. Stimmt, nicht mit mir. Aber da brauche ich erst so eine Küche. Sandras Tortenkanal. Oh ja. Immer zweideutig. Da müssen wir uns wirklich Gedanken drüber machen. Ist im neuen Büro eine coole Küche. Aber die ist sehr klein. Also da ist nichts mit Torte backen. Da ist bei mir zu Hause mehr Platz. Ja, da freut er sich wieder, wenn ich bei euch zu Hause bin. Rastet er mal aus. Das Büro ist dann ja leer. Stimmt. Guck mal, dann könnten wir hier über Ex so eine richtig geile Küche bauen. Frag ihn mal, ob er da Bock drauf hat. Er ist. Ron. Ich habe eine Idee für dieses Gebäude. Ja, die habe ich schon lange. Aber ich habe ein besseres. Wir brauchen hier eine Küche. Für mich. Nee, ich bin für Eros Center. Das können wir ja da hinten bei dir machen, dein Eros Center. Laufhaus. Nein, wir wollen hier ein Küchenstudio bauen, damit Sandras Tortenkanal. Damit ich besser backen kann und einen Tortenkanal kriege. Ich wollte mich ja schon mal das große Backen anmelden, ne? Habe ich gestern. Mach das doch mal. Und dann soll ich mich da auch mal anmelden. Da hat er gesagt, so blöd, ne? Mach das doch mal. Also ich habe schon die Torten gesehen, die du backst. Die sind schon gut. Die schmecken ja. Ja, mach das doch einfach mal. Meistens, also backst du große Torten, meistens schmecken sie ja nicht, weil sie ja viel zu süß sind. Michael hat sich schon ein eigenes Namensschild gebastelt. Nee, das habe ich gebastelt. Ach so. Das ist ein Pink, das mache ich doch gut. Ist schon on the line, bald. Da steht ja auch ganz viel drauf. Ich lerne noch, hab Nachsicht. Nein! Also pass auf, bevor ich jetzt Michael verrückt mache, was ist jetzt mit dem Küchenstudio? Ich hab Nachsicht, ich lerne noch. Moin Gallo! Bevor ich jetzt Michael nerve, was ist mit dem Küchenstudio für Sandra? Sie möchte hier ein Küchenstudio-Filmset haben. Das ist jetzt ja meine neue Arbeit. Das ist ja... Die Kulisse neu aufploppen. Dann lass ich die voll hängen, weißt du? Das geht aber schnell, Sandra. Denkst du noch irgendwas aus, ploppen wir aus, hängen wir aber vor die alten. Es gibt, ich muss doch aber eine Küche haben, wo ich dann auch Teig zubereiten kann. Könnt ihr doch ein Pfarrhaus machen, das ist eine riesige Küche drin. Stimmt. Oh, so. Weke. Wir sind auch dumm. Oh. Ja, aber Ron, immer zwei... Warum bin ich hier Ron? Ja, das, aber sie hat auch gerade erzählt, dass sie dich schon früh aus der Schule kannte. Aber ich sehe nicht, das ist ja das Schlimme. Und sie hat gesagt, dein Look war geil, ich muss ein Foto sehen. Nee. Baumfällerhemd, lange Haare. Echt? Freundschaftsbänder. Siehst du? Ich hab nicht geschwindelt. Aber bis hierhin, Junge. In volle Petri für Arme. Weil die Haare, die waren auch so lang. Ohne Flachs. Die Sturm- und Drangzeiten waren das. Da ging auch so richtig was. Ey, Sandra, wir können wirklich zu Weihnachten beim Haus der Torten backen. Und das Film, das ist eine geile Idee. Das ist wirklich eine geile Idee. Für einen guten Zweck, so für Björn. Björn braucht das nicht. Lass uns das doch echt mal machen. Überleg dir 2-3 Torten. Oh ja, aber Weihnachtssachen sind sowieso viel geiler zu backen als alles andere. Ja, das kann man ja jetzt schon backen. Weihnachtssachen? Ja. Ich habe am Wochenende Spekulatius gekauft. Ich habe gestern auch ganz viele davon gegessen. Ich glaube 20 Stück. Danach waren wir schlecht. Und dann fiel mir gleich wieder eine Tortenidee ein. Da hatte ich so eine Spekulatius-Torte mit umlandeten Spekulatius. Ja, mach doch mal fertig, dann backen wir die im Pfarrhaus. Fertig. Das machen wir. Wer kauft denn die Zutaten ein? Das mache ich wohl. Oh Gott, da fehlt die Hälfte. Wilke. Also an Lebensmittelfarbe soll es auch nicht scheitern. Ja, wieso? Dann mach doch mal so ein Ding noch fertig. Das wäre geil. Ja, das ist doch geil. Das ist eine gute Idee. So, dann gibt es auch wieder etwas zu filmen. Dann können wir auch ein bisschen Geld reinpumpen. Nee. Ja. Und der Name ist Sandras Tortenkanal. Immer zweideutig. Weil danach fängt ihre Onlyfans-Karriere an. Ja. Sind dann noch Utensilien in der Küche drin? Alles, alles. Und so? Alles. Da brauche ich da nicht so viel. Tortenringe gibt's nicht. Mach dir mal wenig Gedanken über Torten, dann fahren wir da hin. Dann nehmen wir auch noch Wilfried mit, weil der redet einfach nicht und er steht. Der kann dann schmecken. Der hat doch der dritten Zähne. Wilfried hat mal beim Fußballplatz seine Zähne rausgeholt, habe ich dann fast ins Gesicht gekotzt. Weißt du, wie eklig das ist, wenn jemand seine Zähne vor dir hat? Ich bin Zahnarzt, ich weiß, wie das ist. Das ist schon wirklich schlimm, ne? West, ich will dir nicht erzählen, was ich schon alles gesehen habe. Möchten wir nicht näher drauf eingehen. Mach dir bitte Gedanken über die Torten. Hab ich schon, bin fertig gedacht. Ja, dann fahren wir ins Pfarrhaus und machen das. Fertig. Kann ich nicht. Warum? Weil ich heute keine Zeit habe. Nein, heute doch nicht. Bald. Wenn das Richtung Oktober, November geht, Richtung Weihnachten. Dann machen wir 5 Tortenrezepte. Jetzt sind schon 5 Grad, waren es 3. Ja, dann wir müssen international denken. Wir können ja eine gewaltige machen. Und die anderen machen wir, dass man auch so leicht nachbacken kann. Weil es gibt ja schon Torten, die sind sehr aufwendig, die müssen dann kühlen. Und dann muss das die ganzen mit Fondant und so ein Kram. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen Galgenhumor haben. Es ist ja alles da im Pfarrhaus, was nicht genutzt werden kann.
Zum Beispiel. Das ist eine gute Idee. Totes Kapital.